George Parashakis weiß, dass er Junkfood isst. Er versucht es zu vermeiden, schafft es aber nicht. Er fährt ab auf den Geschmack, nicht ohne Wut auf die Lebensmittelindustrie. They are the worst criminals on the planet. Für mich sind sie die größten Kriminellen auf dem Planeten. Nur die Banker sind noch schlimmer. Sie müllen die Menschen zu mit falscher Information, mit Werbung, die nicht stimmt. Sie machen hunderte Millionen von Dollar und sie werden sich nicht ändern. Dafür steht zu viel Geld für sie auf dem Spiel. Und wenn es ein paar Tote gibt? Ich glaube, deren Theorie ist, die hätten genauso aus dem Flugzeug fallen oder von einem Lastwagen überfahren werden können. Sie starben halt, weil sie zu viele Hamburger gegessen haben. What the hell? Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele Fettleibige wie in den USA. Huntington im Bundesstaat West Virginia gehört zu den Spitzenreitern innerhalb der USA. Mit Angeboten bei Nahrungsmitteln wie Super Size, Extra Large und Kauf 6, Zahl 4 werden die US-Bürger angefixt. Restaurants und Fastfood-Ketten legen noch eins drauf mit Offerten wie All You Can Eat. Die private Nahrungsmittelindustrie macht Milliarden Gewinne. Das öffentliche Gesundheitssystem zahlt Milliarden für die Schäden. 147 Milliarden Dollar in den USA im letzten Jahr. Die Fressmeile von Huntington ist überall. Auf der Fressmeile zu Hause, weil so bequem, so easy und so preiswert, war auch Jennifer Williams. Bis vor einem Jahr. Seitdem hat sie ihr Leben radikal verändert, kauft nur noch Bioprodukte im Fachhandel, zahlt teures Geld aus Sorge um die Zukunft, vor allem die ihrer Kinder. Werden ihre Kinder, wenn sie groß sind, auch so einkaufen? Werden sie es sich leisten können? Jennifer und ihr Mann können es, allerdings nur unter Verzicht auf andere Annehmlichkeiten. Ihre Wahl haben sie bewusst getroffen. Seit Jennifer regelmäßig selber kocht, seit einem Jahr, hat sie 20 Kilo abgenommen. Den Geruch und den Geschmack von Fastfood hat sie noch in der Nase und auf der Zunge. Manchmal giert sie danach. Doch der Dokumentarfilm Food Incorporated, ein Film über die Praktiken der global agierenden amerikanischen Lebensmittelindustrie, hat ihr Leben verändert. Wie ein Mantra lässt sie die Bilder des Films an sich vorbeilaufen, schöpft inneren Widerstand gegen die Versuchungen der Fertig- und Fastfood-Industrie. Hamburger Füllung mit Ammoniak behandelt, um E. coli-Bakterien zu vernichten. Is your meat in most of the hamburgers in the country? There's feces everywhere. This isn't farming, this is just mass production. Massentierhaltung, Hühner produziert wie am Fließband. In nur 7 Wochen werden sie 5,5 Pfund schwer. Ihre Knochen sind zu schwach, um ihr Fleisch zu tragen. Sie krepieren. Es ist schockierend. Es ist, als hätte die Gier nach dem allmächtigen Dollar jedes Gefühl von Verantwortung für gesunde Nahrung getötet. Du gehst in den Laden, kaufst 1 Liter Milch für deine Kinder, denkst, du tust was Gutes, bis du erfährst, dass Wachstumshormone und Antibiotika in der Milch sind. Dinge, die Krebs auslösen können. Du dachtest, es sei gut für deine Kinder, ist es aber nicht. Du verlierst das Vertrauen. Jennifer sieht die Nahrungsmittelindustrie in der Verantwortung. Aber nur zu einem Teil. Sich selbst sieht sie auch in der Verantwortung, die Dinge zu ändern und Vorbild für ihre Kinder zu sein. Wir können der Industrie nicht alles in die Schuhe schieben. Wir sind zwar bedroht durch deren Verantwortungslosigkeit, aber wir müssen intelligenter damit umgehen, Verantwortung für uns selbst übernehmen. Was Jennifer alleine zu schaffen versucht, versucht Huntington's Kitchen mit der sogenannten Food Revolution. You're probably just gonna dice them up, just because you're gonna use them for a topping. So.
Der Koch hat bei Jamie Oliver gelernt. Jamie Oliver, der britische Starkoch und Aktivist in Sachen gesundes Essen. Seine Food Revolution hatte in Huntington begonnen. Eine Privatklinik führt sie weiter. Auf Kosten der Stadt lernen die, die heute hier sind, kochen. Sie haben es noch nie gekonnt oder es verlernt. Ganz prima, wie Sie das machen, lobt der Koch. Jeder Griff scheint Ihnen fremd. Ihre Küche hatten Sie irgendwann einmal outgesourced, sich in der Huntingtoner Fressmeile oder von Fertiggerichten ernährt. Hier lernen Sie, deine Küche braucht dich. Pizza light, wie mache ich sie binnen 20 Minuten selbst mit frischen Zutaten, sodass ich weiß, was ich esse. Was essen wir morgen? Was macht uns abhängig? Was macht uns krank? Diese Frage hatten sie sich nie gestellt. Meine Pizza schmeckt sehr gut. Warum Fettleibigkeit wie eine Seuche um sich greift, weiß Yvonne Jones. Der Hauptgrund ist die Nahrungsmittelindustrie. Sie tun so viele Zusatzstoffe in die Nahrung, dass die Menschen dick davon werden. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe 21 Tage lang nichts anderes als frisches Gemüse und Obst gegessen. Und ich habe abgenommen. Da waren halt keine Zusatzstoffe drin. Die Nahrungsmittelindustrie trägt wirklich die Hauptschuld daran, dass dieses Land fettleibig ist. Interviews mit dieser Industrie sind tabu. 5 Anfragen brachten ebenso viele Absagen. Kims Einkauf drehen wir verdeckt. Ein Wagen voller Trashfood, auf den Kim immer noch steht. Manchmal giert mein Körper nach einem Cheeseburger. Er ist einfach daran gewöhnt. Ich liebe Pommes frites, alles was fett ist. Fast Food, Chicken Wings, all die fettmachenden Salatdressings. Auch wenn ich Salat esse, dann immer mit viel Schinken und Käse. Wirklich nicht gesund. Ein Lehrgang von 6x2 Stunden in Sachen Food Revolution hat sie in Huntington's Kitchen bekommen. Ob das sie von ihrer Esssucht befreit? Wenn ich Werbung im Fernsehen schaue, muss ich wirklich aufpassen. Wenn da was zum Essen gezeigt wird, renne ich reflexhaft zum Kühlschrank. Ich denke, wow, mal schauen, was es da noch gibt. Ich bin nicht wirklich hungrig, aber ich habe diese fixe Idee im Kopf, was essen zu müssen. $30 Milliarden jährlich gibt die amerikanische Nahrungsmittelindustrie für Werbung aus. Am stärksten beworben werden die ungesündesten Produkte. In New York erforscht Nicholas Freudenberg seit 30 Jahren die Zusammenhänge zwischen ungesundem Essen, Fettleibigkeit und Armut. Die Lebensmittelindustrie geht ganz gezielt auf die arme Bevölkerung los. Läden mit ungesunder Nahrung findet man am häufigsten in Gegenden mit niedrigem Einkommen. Sie sind sogenannte Nahrungsmittelwüsten. Gesunde Nahrung findet man da nicht. Außerdem erleiden arme Menschen größeren Stress. Armutsstress. Den kompensieren sie mit mehr Fett, mehr Zucker und Salz. Wir sind biologisch so disponiert, dass wir in Stresssituationen größere Mengen von Fett, Zucker und Salz zu uns nehmen. Die Nahrungsmittelindustrie spielt eine große Rolle in der US-Politik. Sie unterstützt den Wahlkampf der Kandidaten für die Parlamente, betreibt schonungslos Lobbyismus. Die US-Handelskammer, die die gesamte Industrie vertritt, auch die Nahrungsmittelindustrie, hat bei den jüngsten Wahlkämpfen mit riesigen Summen die Kandidaten unterstützt, die ein System favorisieren, in dem die Wirtschaft die Politik kontrolliert. Sie haben eine große Schlagkraft, aber wir haben die Menschen auf unserer Seite. Und ich denke, dass dieses Ungleichgewicht auf Dauer ausgeglichen werden kann.
Längst ist die Fettleibigkeit ein globales Problem. 300 Millionen Übergewichtige gibt es weltweit. Tendenz steigend. Ein gutes Beispiel dafür sind die Handelsabkommen. Das nordamerikanische Handelsabkommen NAFTA hat zu einer dramatischen Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes in Mexiko geführt. Denn es hat sehr stark zu einer Ausbreitung von zuckerhaltigen Getränken und industriell gefertigter Nahrung beigetragen und damit die gesünderen, lokal angebauten Nahrungsmittel verdrängt. Die Schlacht um den Teller. Die Schlacht zwischen einer global operierenden Nahrungsmittelindustrie, der Agroindustrie, und den Kleinbauern ist seit dem Freihandelsabkommen von 1994 zwischen den USA und Mexiko eine asymmetrische Schlacht geworden. Die Mexikaner, bis dahin Selbstversorger mit Mais, importieren immer mehr hochsubventionierten Mais aus den USA, weil billiger. Und sie importieren immer mehr genveränderten Mais aus den USA, weil noch billiger. Bis jetzt war der Anbau von genverändertem Mais in Mexiko verboten. Nun gibt die mexikanische Regierung ihn frei. Zum Zwecke der Forschung, heißt es. Nicht nur die Landwirtschaft, die mexikanische Wirtschaft insgesamt, die mexikanische Gesellschaft wurden durch das Freihandelsabkommen NAFTA komplett verändert. Wie sich die Strukturen der Landwirtschaft, wie sich die Lebensbedingungen der Kleinbauern verändert haben und in Zukunft weiter verändern werden, beobachtet und analysiert die mexikanische Nichtregierungsorganisation SECAM unter Leitung von Ana de Ita. Die mexikanische Regierung zahlt Geld an die Transnationalen, an die ganz Großen im Geschäft, an Cargill, an Archer Daniels Midland, an Maseca und Minsa, damit sie den Mais quer durchs ganze Land von Nord nach Süd, von Sinaloa nach Yucatan und Guerrero transportieren. Den Transport bezahlt die Regierung, die Lagerkosten bezahlt die Regierung. All das geht in die Taschen der Transnationalen. Die meisten Kleinbauern bekommen keine Unterstützung. Früher hat der Staat den Kleinbauern den Mais zu einem festgesetzten Preis abgekauft. Er hat den Maispreis geschützt. Dieses System wurde abgeschafft. Die Kleinbauern können ihren überschüssigen Mais nicht mehr an den Staat verkaufen. Heute bestimmen nur noch die Multis die Preise. Die zahlen keine Zölle mehr und werden von der US-Regierung immer noch hoch subventioniert. Die einzigen, die bei dem Spiel Gewinne machen, sind sie. In der Sierra Juárez, benannt nach Benito Juárez, dem ersten Indio-Präsidenten Mexikos und Kämpfer für die Unabhängigkeit des Landes, widersetzen sich die indigenen Zapoteken der angeblichen Modernisierung durch die Politik der mexikanischen Regierung. Die Folgen des Freihandelsabkommens mit den USA haben hier in jedem Dorf sichtbare Spuren hinterlassen. In den letzten 10 Jahren haben 2 Millionen Kleinbauern ihre Dörfer und ihre Felder verlassen und sind in die Großstädte oder in die USA emigriert, um dort ihren Lebensunterhalt zu suchen. In Santa Maria Chaltianguis verließen 70% der Bewohner ihr Dorf. Der Mais hat sie nicht länger ernährt. 5 Pesos kostet ein Kilo Mais aus kleinbäuerlicher Herstellung. 2,5 Pesos aus der hochsubventionierten Produktion der Agroindustrie. So billig nur, weil die Folgeschäden der agroindustriellen Bewirtschaftung nicht in den Preis hineingerechnet werden. Die Zerstörung des Bodens durch Monokultur, die Klimaschäden,
der Verlust an Biodiversität. Aldo González kämpft dafür, dass die Bauern bleiben, dass das Land, das sie gemeinschaftlich besitzen, in ihren Händen bleibt und dass sie so unterstützt werden, dass sie ein Auskommen in den Bergen haben. Er kämpft für eine andere Politik. Wir glauben, dass die Politik der Regierung die Absicht verfolgt, den Kleinbauern das Leben so schwer zu machen, dass sie aufgeben. Sie sollen Fabrikarbeiter werden und die Produkte der Agroindustrie konsumieren. Wir kämpfen für die Selbstverwaltung der indigenen Bevölkerung. In diesem Zusammenhang hat der Mais fundamentale Bedeutung. Er kämpft für den traditionellen Anbau des Maises, für die Erhaltung der 60 verschiedenen mexikanischen Maissorten und tausender Varianten, gegen den Anbau von genetisch verändertem Mais und gegen die absichtliche Kontaminierung der heimischen Sorten. So sieht unsere traditionelle Technik aus. Die Hauptpflanze ist der Mais. Der gibt uns die Körner. Am Mais ranken sich die Bohnen hoch. Sie nutzen den Maisstängel, um zu wachsen, und fixieren den Stickstoff im Boden, der den Mais nutzt. Die Kürbisse haben den Vorteil, dass ihre breiten Blätter den Boden feucht halten. Drei verschiedene Sorten gibt es auf seinem Feld. Der Weiße ist in Mexiko sehr beliebt für die Tortilla. Der Violette ist eine andere Sorte. Der Gelbe ist viel härter. Den kann man länger lagern. Diese Vielfalt möchte Aldo bewahren. Er versteht die Sorten, das Anbausystem und den gemeinschaftlichen Besitz als ein Kulturgut, das es zu schützen gilt. Er möchte, dass künftige Generationen dieselben Maisarten essen können wie heute. Er möchte, dass die indigene Bevölkerung mitbestimmen kann über das, was auf ihrem Gebiet geschieht. Weil er so gegen die Politik der mexikanischen Regierung und gegen die Strategien der transnationalen Konzerne agiert, erhält er Drohungen und wird in manchen US-Medien als Guerillero diffamiert. Erst kürzlich hatte er eine Maispflanze auf seinem Feld entdeckt, die ihm fremd erschien. Er ließ sie untersuchen. Das Ergebnis liegt nun vor. Die Pflanze ist genmanipuliert. Sie enthält mindestens drei artfremde Gene. Ich habe den Verdacht, dass jemand daran interessiert ist, die einheimischen Maissorten zu kontaminieren. Dass dies absichtlich geschieht. Ich habe die Pflanze nicht gesät und habe keine andere Erklärung, warum sie in meiner Milpa aufgetaucht ist. Ich glaube nicht, dass dies irgendwer war. Möglicherweise stecken die Firmen dahinter, die Genmais produzieren und ein Interesse daran haben, die mexikanischen Milpas zu kontaminieren. Das Gemeinschaftsgut Mais, seine Sorten und Varianten, wollen die Konzerne genetisch verändern, patentieren, privatisieren. Eine Ware soll daraus werden, auf den Weltmärkten verkauft. Die Konzerne wollen Saatgut und Produktion kontrollieren. Die Kleinbauern erleben das als Enteignung. Aldo berät die Bauern, die bleiben, sowohl in landwirtschaftlichen als auch in rechtlichen Fragen. Gemeinsam suchen sie nach Zusammenschlüssen mit Kleinbauern weltweit. Die Schlacht um den Teller ist auch eine Schlacht ums Land.
Die Fahrt durch Morelos war einmal eine Fahrt durch Gemeinschaftsland. 80% des Bundesstaates waren in gemeinschaftlichem Besitz. Heute sind es nur noch 40%. Ejidos nennen die Mexikaner das Land, das sie gemeinschaftlich besitzen und bearbeiten. Sie hatten es sich unter Führung des Revolutionärs Emiliano Zapata vor 100 Jahren erkämpft. Gemeinschaftsland durfte nicht verkauft, nicht privatisiert werden. Das Freihandelsabkommen mit den USA machte dies nun möglich. Die mexikanische Regierung änderte das Gesetz aus der Revolution, die das moderne Mexiko begründete. Der entsprechende Paragraph wurde aus der Verfassung gestrichen. Und nun fressen sie sich ins Land. Die Siedlungen, gebaut von mexikanischen Firmen, mit Geldern ausländischer Investoren zum Zwecke der Spekulation. Konzipiert sind die Siedlungen als Wochenendhäuser für die Mexikaner aus Mexiko-Stadt. Noch stehen sie leer. Geisterstädte. Geisterstädte auf ehemals fruchtbarem Ackerland. Entonces el negocio inmobiliario pudiéramos decir que empezó en Morelos hace 50 años. Das Immobiliengeschäft begann vor 50 Jahren in Morelos. Die Ejidos wurden nach und nach in private Hände überführt, die das Land erschlossen und dann um ein Vielfaches teurer weiterverkauften. Para ponerle servicios y venderlas a un alto precio. Damals geschah dies illegal. Unter Missachtung der gültigen Gesetze wurde gemeinschaftlicher Besitz zu Privatbesitz. Auf diese Weise ist ein Großteil der Ejidos verschwunden. Boden, der den mexikanischen Kleinbauern verloren ging und Mexiko in immer größere Abhängigkeit von Agrarrohstoffen zu Weltmarktpreisen trieb. Ob sie verkauft werden, die Häuser, die hier angepriesen werden, oder ob die Spekulationsblase platzt, bleibt abzuwarten. Fest steht, mit dem Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko haben vor allem die mexikanischen Kleinbauern verloren. Rechte und Errungenschaften, die Emiliano Zapata für sie erkämpft hatte, werden durch die neoliberale Wirtschaftspolitik nicht nur in Frage gestellt, sondern ausgehebelt. Wir kämpfen dafür, dass die Bauern weiterhin Bauern sein können, ohne dass dies für sie ein Leben in Armut oder ein unwürdiges Leben bedeutet. Wir kämpfen auch dafür, dass es weiterhin gemeinschaftliche Güter gibt, die vor der Begierde der Transnationalen und der mexikanischen Regierung geschützt werden. Kapitalakkumulation durch Enteignung darf es nicht geben. Die Bauern sollen ihre eigenen Ressourcen selber kontrollieren dürfen. Saatgut, Wälder, Land, die biologische Vielfalt. Es geht darum zu verhindern, dass die Transnationalen diese Güter für sich erobern und privatisieren. They are the worst criminals on the planet. Für mich sind sie die größten Kriminellen auf dem Planeten. Nur die Banker sind noch schlimmer. Sie müllen die Menschen zu mit falscher Information, mit Werbung, die nicht stimmt.